Berg am Starnberger See. Ein schönes Stück Deutschland, ein schönes Stück Bayern. Hier lebt mein heutiger Gesprächspartner im Dialog, Peter Gauweiler. Herr Gauweiler, was bedeutet Ihnen dieser Ort hier? Schönste Ort der Welt. Dann sprechen wir über das Thema Heimat in Zeiten der Globalisierung. Ich freue mich auf das Gespräch. Herr Gauweiler, was bedeutet Ihnen persönlich Heimat? Ein Gefühl. Gefühle kann man schlecht beschreiben. Wenn man es nicht fühlt, kann man es nur mühsam erläutern. Aber trotzdem erlebt ja dieser Begriff im Augenblick eine große Renaissance. Ist das so eine Gefühlsaufwallung, eine kollektive Gefühlsaufwallung, deren Zeuge wir jetzt werden? Ja, es geht ja immer das Pendel in die andere Richtung. Wir sind inmitten der Globalisierung und der Entgrenzung. Und irgendwann mal entdeckt man die Schutzfunktion der Grenzen und entdeckt die trotz aller größeren und immer größer werdenden Vergemeinschaftung den Vorteil, ein Individuum zu sein. Und zu wissen, wo man hingehört. Das heißt, Heimat setzt auch Grenzen voraus. Das glaube ich schon. Ohne Heimat, ohne Grenzen keine Heimat. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, immer ich sprenge eine Grenze und lande dann in einem noch größeren Gefängnis. Sie haben von der Schutzfunktion gesprochen, die Grenzen haben und die Heimat bietet. Ist das gerade auch deswegen ein Grund, warum Heimat im Augenblick wieder so eine Renaissance erlebt, als Begriff und als auch politischer Begriff? Ja, das zum einen. Ist das ein Sicherheitsgefühl, das möglicherweise nicht befriedigt wird? Substanzverlust. Die fühlen sich irgendwo wie auf einer Nordseeinsel, die mit jeder Sturmflut kleiner wird. Das sieht man nie, aber wenn man es im Zeitraffer beobachten könnte, dann merkt man, wie die Plattform, auf der man steht, sich immer mehr verkleinert. Und da wird einem unwohl. Ist das möglicherweise auch ein Effekt, der ausgelöst worden ist durch die Flüchtlingskrise, dass wir jetzt wieder mehr über Heimat nachdenken und sprechen? Ja, ich glaube, dass zur Heimat gehört auch die respektvolle Behandlung von Fremden. Also jedem sein Recht, dem Fremden und Heimischen. Das ist ja ein sehr traditioneller Gedanke. Ich glaube, es ist mehr das Gefühl, dass die Leute sagen, was vom Staat hier alles möglich ist, der ja doch ein ganz bestimmtes Aufgabenkorsett hat und dass der auf einmal alles hängen lässt und alles geschehen lässt. Das war das Alarmzeichen. Nicht der eine oder andere arme Flüchtling, sondern, Moment mal, da werden die Jugendherbergsväter ihren Aufgaben nicht mehr gerecht. Nun ist es aber auch so, dass gerade die Flüchtlinge ja auch Schutz suchen. Sie haben ihre Heimat verloren, also da einen wirklichen, auch einen emotionalen Verlust vermutlich zu verkraften, sind in der Fremde und suchen dann ja Schutz bei uns. Also ist das dann ein Interessenskonflikt, in den eine heimische Bevölkerung gerät, weil sie auf der einen Seite Fremde in Not schützen will, auf der anderen Seite aber natürlich auch das erhalten will, was sie mit Heimat und Tradition verbindet? Ich glaube, Sie haben, das ist kein Dilemma, sondern das ergänzt sich wie rechte oder linke Hand. Jeder Mensch fühlt sich gut, wenn er hilft. Also insofern kann man jedem nur empfehlen, selber zu helfen. Du fühlst dich besser, wenn du das tust. Und das ist getan worden und wird getan. Und ich finde gut Mensch besser als schlecht Mensch. Auf der anderen Seite ist die Frage des rein Praktischen. Wir lernen zwar in der Physik und Relativitätstheorie, dass der Raum ausdehnbar ist, auch wenn es keiner kapiert, aber der Raum ist halt nicht ausdehnbar. Und auf einem Quadratkilometer in Deutschland leben doppelt so viele Menschen wie in Frankreich. Und man konnte es nicht nach dem Modell der japanischen U-Bahn ordnen, wo rücksichtsloserweise
durch die Obrigkeit so viele reingepresst werden wie in der Sardinendose. Und die Leute müssen sehen, jeder will sehen, dass die gute Polizei das irgendwie organisiert und regelt. Und wenn die ausfällt, dann sagt man, Achtung, da müssen wir was aufpassen, da passiert was. Das hat aber mit dem Gefühl fremd und heimisch nur am Rande was zu tun. Die Gemeinschaft des Menschengeschlechts, die ist ja davon unberührt. Nun ist ja vielleicht die Flüchtlingskrise, die wir erlebt haben, auch nur ein Punkt, der Heimat verändert und wo aber eben im Augenblick viel abgeladen wird. Ist es nicht auch so, dass Heimat unter Druck geraten ist? Sie haben das Stichwort Globalisierung schon genannt, dass die Moderne und die Globalisierung ohnehin nicht gerade heimatfreundlich sind, sondern Heimat unter Druck setzt. Nicht nur den Begriff, sondern die reale Heimat. Natürlich, das ist der Trend ist ganz machtvoll, die Verbindung von Geld und Macht und Fortschritt und Wissenschaft. Und das ist ja vermeintlich nicht aufhaltbar, immer größere Gemeinschaften. Auf der anderen Seite erkennt jeder, dass das ganze Universum eben aus einer Summe von Einzelteilen besteht. Und dieses Einzelne will niemand aufgeben. Wirtschaftlich nicht. Kulturell, geschichtlich, politisch nicht. Das ist auch eine demokratiepolitische Frage der Selbstbestimmung und der Entscheidungsfähigkeit, in Anführungszeichen Herr im eigenen Haus zu sein. Aber auch Heimat muss sich ja Veränderungen stellen. Es gibt ja nichts, was in dieser Welt unveränderbar bleibt. Sie haben die Physik schon angesprochen, das lernen wir ja auch in der Physik, dass Veränderungen immer auch Teil des menschlichen Lebens sind. Inwieweit muss auch Heimat sich da anpassen an einen Druck der Moderne, sich zu verändern? Sie haben ganz recht. Zu Beginn der Neuzeit haben die Ärzte einen Axiom entwickelt und erklärt, alles ist ein Heilmittel, nur die Dosis macht das Gift. Und die Sache kommt in Unordnung, wenn die Dosis übertrieben wird. Langsame Veränderung und langsames Wachsen in das Neue, aber von einem Schlag auf den anderen allzu viel ist ungesund. Daher das, was ich vorhin mit Pendelschlag bezeichnet habe. Wenn es in die eine Richtung extrem geht, geht es in die andere Richtung genauso zurück. Deswegen ist man gut beraten, wenn man solche Übertreibungen, wie wir hatten, vermeidet. Wenn wir jetzt auch auf gewisse Unruhe in der Bevölkerung gucken, gerade wegen der Flüchtlingsentwicklung, dann hat man gelegentlich den Eindruck, aber vielleicht ist er falsch, da können Sie mich gerne korrigieren, dass das auch damit zusammenhängt, dass viel Unbehagen an der Moderne, an der Globalisierung, an einer als unbehaust erlebten Welt dann auf die Flüchtlingsfrage quasi gebucht wird. Ist auch, das ist ein immer Punkt, so, der immer so, wenn ein Punkt dann so besonders rausbricht, dann konzentriert sich darauf alles. Deswegen ist ja die politische Klasse gut beraten, wenn sie es nicht übertreibt, in keine Richtung. Man kann nicht die ganze Welt umarmen und die eigenen Leute vergessen, um hier ein ist Beispiel das passiert zu setzen. Teilweise? Bitte? Ist das teilweise passiert? Weiß doch jeder. Kann man doch gar nicht ernsthaft bestreiten. Wir erleben ja im Augenblick auch, dass der Begriff Heimat wieder eine Rolle spielt, auch in der innenpolitischen und parteipolitischen Diskussion. Wir haben den Bundespräsidenten gehört mit seiner Rede zur deutschen Einheit am 3. Oktober, wo er den Begriff offensiv verwendet hat. Selbst die Grünen haben, oder große Teile der Grünen, relevante Teile der Grünen, haben den Begriff entdeckt. Da hätten sie möglicherweise vor 20 Jahren noch einen Bogen drum gemacht. Ist das eine Reaktion auf Veränderungen in dem Parteiengefüge, auf das Aufkommen der AfD? Reagiert da die traditionelle Politik sozusagen mit einer Zeitverzögerung und versucht jetzt eben da wieder Fronten zu begradigen, die entstanden sind? Das ist keine Reaktion auf das Aufkommen der AfD, sondern das Aufkommen der AfD ist eine Reaktion auf eine Entwicklung, dass sich die Menschen in Europa diese Entheimatung und Entnatürlichung immer mehr bewusst werden und dass sie da dagegen anleben möchten. Und in jeder Partei wird es ja interessanterweise erkannt. Also
Man kann nicht eine politische Formation für den Umweltschutz fordern und die Ökologie des Menschen völlig vergessen, um nur ein Beispiel zu nennen. Man kann nicht Flächenschonung verlangen und gleichzeitig sagen, können wir da jedes Jahr nochmal eine Zahl von Menschen reindrücken, wie die Größe von Dortmund, wo wir jedes Jahr auf dem Territorium ein neues Dortmund bauen müssten. Und so bedingt sich eins ins andere. Und solange wir dieses System haben von Parteien, die ja immer nur einen Teil des Spektrums abbilden, wird sich das in einzelnen Parteien immer verstärken. Aber weil die Idee überall da ist, nimmt sie jede Partei auf ihre Art auf. Und die Debatten, die in der Grünen Partei stattfinden, die sind auch sehr interessant zwischen der Grünen Jugend und den Ökos. Die einen sagen Solidarität für alle, offene Grenzen für alle. Die anderen sagen Schutzfunktion der Gemeinschaft. Das sind ja Stellvertreterdebatten, die überall stattfinden. Und jetzt meine Formation, CSU, die ja gegründet worden ist, bewusst auf einen Teil des Ganzen bezogen, ohne einen auf den Gesamtstaat Deutschland, Berlin bezogenen Machtanspruch. Das Berlin ist von uns genauso weit weg wie Brüssel. Die fühlen sich dann dadurch besonders herausgefordert und sagen, wir sind dafür da, für diese Schutzfunktion. Man hat aber gerade die CSU, die ja den Begriff Heimat unbefangen benutzt hat, gerade die CSU hat aber bei den letzten Wahlen ziemlich federn lassen müssen. Ja, und wie? Woran liegt das, wenn gerade die CSU doch eine Partei ist, die das nicht nur das Nationale, sondern vor allem das Regionale sehr betont hat und sich eben auch als Hüter und Wahrer von Tradition begriffen hat? Die CSU hat da furchtbare Verluste im traditionellsten Teil Bayerns, Niederbayern, noch größere Verluste als anderswo. Das lag daran, weil eben eine Diskrepanz zwischen Wort und Tat empfunden wurde und Menschen, die auf dieses Thema, das unser politischer Violinschlüssel ist, die Verteidigung Bayerns und seiner Substanz und seiner Stämme, reagieren, die sind da sensibler als andere, denen das ganze Land irgendwie ein Wühltisch im Schlussverkauf ist und denen das nichts ausmacht. Und die bestrafen uns dann dafür. Warum hat sich die CSU Ihrer Meinung nach so verhalten? Also warum hat sie da eine Lücke gelassen und sozusagen Kernkompetenz verliehen? Man redet da immer gescheit daher, ich auch. Das hängt einfach damit zusammen, Sie kennen ja den Spruch, Politik ist die Kunst des Möglichen. Und wenn ich jetzt bayerisch-historisch ist, wir haben da eine mächtige Maria Theresia aus der Uckermark, die das alles beherrscht. Und da ist es für die einzelnen Stammesfürsten immer schwer gewesen, sich durchzusetzen. Ist das ein Fehler, diese Gemeinschaft mit der CDU? Oder ist es zumindest irgendwie etwas, was das Handeln hier auch vor Ort schwieriger macht? Fehler, es ist wie alles, was wichtig ist, eine Mühsal. Und es ist so wie Krankengymnastik. Sie müssen immer auf den wunden Punkt drauf drücken, bis Sie den erwünschten Erfolg haben. Das geht nicht so schnell und ist eine Daueraufgabe. Das heißt, die CSU müsste sich jetzt eigentlich Ihrer Meinung nach besinnen und wieder sozusagen zu ihrem Kern zurückkehren? Ich glaube, die CSU, da kenne ich sie gut genug. Ich bin im kommenden Januar 50 Jahre CSU-Mitglied, die weiß genau, was notwendig ist. Aber zwischendurch war der Kompass ja mal weg. Ja, nein. Es gibt von Goethe einen Satz, die meisten Menschen kennen ihr Unglück und gehen mitten hinein. Das ist in der Politik auch so. Und dafür gibt es solche Wahlen und so. So Wahlen sind wie Hallo-Wach-Tabletten. Ich glaube schon, dass da jetzt da intern gut drüber nachgedacht wird. In jeder Partei, die sagt, wir haben da ein bisschen Substanz verloren. Die SPD hat Angst, dass sie in ihrem Arbeiterbereich Substanz verliert. Die Linken debattieren offene Grenzen für alle oder ist die Schutzfunktion der Grenzen eigentlich gerade für einfache Leute noch viel wichtiger als die, die überall ihre Wohnungen haben. Trotzdem bleibt es ja dabei, dass die CSU eine Korrektur vollziehen muss in
welche Richtung müsste die gehen? Das heißt, sie müsste sich wieder stärker an Stimmungen auch in der Bevölkerung orientieren? Oder was muss sie tun? Darf ich denn sagen, ich glaube nicht, dass es um Stimmungen geht, sondern ganz bestimmte Missstände erzeugen Stimmungen. Ich glaube, dass Politik Interessenvertretung ist. Die Interessenvertretung im 21. Jahrhundert muss aus unserer Sicht, meiner Meinung nach, heißen, auf der einen Seite ist der große Trend der Globalisierung. Der hat ja auch große Fortschritte und große Erfolge. Aber er verlangt ein Gegengewicht. Wir wollen nicht die Welt in eine riesige Bahnhofshalle verwandeln. Dieses Gegengewicht heißt Individualität oder Regionalismus. Und das verbunden mit einem demokratiepolitischen Modell. Eigentlich hat die CSU das ja immer ganz gut hingekriegt. Also diesen Spagat zwischen Modernisierung und Traditionspflege. Sie haben ganz recht, es ist ein Spagat. Oder man muss da vermeintlich miteinander nicht kompatible Interessen definieren. Ich glaube, dass die Zukunft nicht die Rieseneinheiten ist. Unsere ganze EU-Debatte, unsere ganze Globalisierungsdebatte sagt, ist der Weltstaat die Zukunft oder ist demokratiepolitisch die kleine Einheit interessant? Ein berühmter Linksintellektueller, weltberühmter Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Friedrich Dürrenmatt, hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Welt muss entweder untergehen oder verschweizern. Das ist das Lob der kleinen Einheit. Und diese Debatte, die haben wir doch heute überall, nicht nur in Europa. Und wird ja Heimat auch, also wenn wir auf diese neue politische Formation gucken, auf die AfD, ja oft auch im ausgrenzenden Sinne gemeint. Also ich grenze mich, wenn ich Heimat habe, ab von anderen, soweit ja in Ordnung, aber das passiert gelegentlich ja auch in sehr aggressiver Form. Ist also kein Beitrag zur Befriedung von Gesellschaften oder gar zu einer globalen Befriedung. Ja, aber die haben diese Ausgrenzeritis, die hat ja der AfD, von der Sie reden, das hässliche Gesicht gegeben. Das hat sie ja dann am Ende für so viele unwählbar gemacht. Dass man sagt, das kann schon sein, das Problem der Grenzüberwachung oder ähnliches mehr. Aber wir wollen unsere Heimat verteidigen, aber trotzdem kein Dreckschwein sein. Und wir wollen uns das Gefühl für die Maria und Josef, die da kommen und die wir aufnehmen und die wir beherbergen müssen, nicht nehmen lassen. Und wollen unseren Reichtum dafür auch zur Verfügung stellen. Das ist dann im Einzelfall mühselig und schwierig, aber nur jetzt, dass man da auf den Bus, die da kommt, jetzt, wenn der zweite oder dritte Bus kommt, gleich mal ein paar Steine wirft. Obwohl man weiß, wenn man selber Flüchtling wäre, wird man alles tun, um da abzuhauen. Das ist der falsche Weg. Und deswegen sagt jemand wie ich, dass man natürlich auch einbeziehen muss, wenn Sie politische Praxisfragen fragen, was tun wir international? Ist es nicht so, dass unsere Militärinterventionen im Ausland eigentlich diese Fluchtbewegungen, denken Sie an den Beginn des Irakkriegs vor 15 Jahren, die eigentlich erst mal in Gang gesetzt hat. Ist es nicht so, dass wenn wir jetzt 5 islamische Länder seit bald 20 Jahren bombardieren, dass wir damit das Problem, das wir eigentlich lösen wollten, ums Zigfache vergrößert haben. Sich da bestätigt? Sie haben fühle mich total bestätigt. Gegen den Afghanistan-Einsatz, gegen Ich wäre wütend und krantig, wenn man jetzt sagt, reden wir über was anderes, wenn wir da jetzt groß rumreden. Es ist mir unbegreiflich, dass das amtliche Berlin das nicht einsehen will. Ja, völlig verrückt. Ja, und ich habe großen Respekt vor dem linksliberalen kanadischen Ministerpräsident Trudeau, der erklärt hat, innerhalb von 4 Wochen ziehen wir bei aller Liebe zu unseren Verbündnissen, zu unseren Bündnispartnern, ziehen wir unsere Soldaten aus dem Ausland ab. Und wenn ich noch in Berlin wäre, wäre das Erste, was ich machen würde. Sie sind nicht mehr in Berlin, aber die CSU spielt da kräftig mit, ist ja Teil der noch amtierenden Regierung und wird möglicherweise ja auch in der nächsten Regierung Merkel vertreten sein. Kann sie das glaubwürdig mit den Personen, mit denen sie im Augenblick antritt? Also eigentlich wollten wir ja über Heimat reden und keine Personaldebatte über den Seehofer und alle möglichen führen. Man kommt nur nicht ganz drum rum. Sie haben das Stichwort Glaubwürdigkeit ja genannt. Man kommt da gar nicht dran rum. Ich habe da erklärt, dass
alle, weil das betrifft aber nicht nur die CSU, wenn sie solche schweren Wahlniederlagen erlitten haben, ich habe auch schon Wahlniederlagen erlitten, das schmeckt sehr bitter. Und da ist man auch allergisch gegen jeden guten Ratschlag. Dass man aber eine Zäsur machen muss und dass man sagen muss, jetzt müssen wir mal unsere Ämter zumindest zur Disposition stellen. Da müssen andere. Die Substanz der Partei ist groß genug, dass da was nachwachsen könnte. Wir haben sehr, sehr gute. Sehr gute das Leute. Auch. Neudeutsch würde man sagen, man muss auch ein bisschen Headhunting im eigenen Land, im eigenen Laden machen. Und ich glaube auch, dass wir da von den Amerikanern auch was lernen können, die in ihren großen Formationen, bei allem Ärger, den es dort auch gibt, aber dann die Kraft haben, auch für amtierende Präsidenten, die müssen sich dann sogenannten Primaries, also Vorwahlen, in ihren eigenen Lagern stellen. Und ich denke, dass die CDU, die SPD, die CSU natürlich mal jetzt hat, offen mit ihren Mitgliedern klären muss, wer ist der oder die nächste Nummer eins. Und das muss ein bisschen ein Wettbewerbscharakter sein. Muss Wettbewerbscharakter sein, aber kann das tatsächlich so ein Prozess sein, der ganz breit angelegt ist, wo dann sozusagen der lauteste oder der am schärfsten argumentierende tatsächlich oben sitzt? Oder muss das nicht ein bisschen moderiert und gefiltert werden? Da seid ja ihr da, dafür ist ja die kritische Öffentlichkeit da. Da kriegt man ja schnell genug eine drüber, wenn man zu laut ist. Und da gibt es Kraft und Gegenkraft, das wird sich dann im Einzelnen zeigen. Aber ich denke, ein bisschen Glasnost, Perestroika muss dieses ganz erstarrte System unserer politischen Parteien schon auch aushalten. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sich den Luxus einer eigenen Meinung, die auch mal deutlich abweichen kann von der Parteilinie, leisten, immer geleistet haben. Da sind Sie oft mit angeeckt, aber es hat Ihnen gelegentlich möglicherweise auch geholfen. Wenn Sie die CSU heute sehen, ist das noch Ihre politische Heimat? Ist das noch sozusagen der Verbund, in dem Sie sich wohl und zu Hause fühlen, beheimatet fühlen? Eigentlich schon. Ich bin Asterix-Leser. Und früher ist mir die CSU immer so vorgekommen wie das kleine gallische Ort, kleine gallische Dorf. Und die sind schon unabhängige Leute dort. Wir haben immer noch mehr Nicht-Funktionäre als die anderen. Mehr Leute, die sich eigene, eigenständige Meinungen leisten können und auch leisten wollen. Natürlich wird es jetzt im Zusammenhang mit solchen Koalitionen und Berlin und jeden Tag wird nach Berlin hingefahren, um da irgendeine Tour zu machen. Ja, das geht einem auf die Nerven. Aber die Wähler haben uns ja geholfen, indem sie uns da abgewatscht haben. Ein kleines Hirnbatzel gegeben haben. Ich glaube, das wird helfen und es wird auch wieder die Identität und die Echtheit der CSU zum Vorschein bringen. Kommen wir noch zurück zum Thema Heimat. Sie sind, wenn Sie Heimat sagen, meinen Sie ja diese Region, Sie meinen Bayern. Inwieweit können denn heute Nationen auch Heimat sein? Ja gut, das ist ja ein geschichtlicher Prozess. Wir sind alle Teil der deutschen Kulturnation. Sprache, Geschichte, Kultur, die Geschichte unserer Eltern und unserer Vorfahren, die hat uns ja alles geprägt. Wer zu Hause anfängt, die alten Fotoalben anzuschauen mit allem, was da an Größe und Tragik und Katastrophen verbunden ist, der kennt, das ist meine Geschichte. Die deutsche Geschichte ist meine Geschichte, die bayerische Geschichte ist meine Geschichte, die Geschichte der evangelischen, der katholischen, der Freigeister ist meine Geschichte. Und jeder hat da seine Identität und Bildung und Erziehung macht nur aus, dass ich auch mir einen Blick für die Identitäten der anderen bewahren kann. Und dieses Wechselspiel, das macht es, glaube ich, aus. Aber es macht nicht aus, dass ich meine eigene Identität ausächsen muss. Und es gehört auch dazu, zu diesem Respekt, wenn ich woanders hinkomme, dass ich da die fremde Identität wahre. Ich will jetzt halt nicht hier, dass sich das in einen kulturellen, einen ganz anderen Bereich umwandeln soll. Genauso gut, wie ich jetzt nicht unbedingt in Arabien, denen da die evangelische Neudettelsau-Struktur auftragen wollte. Wir haben ja in Europa im Augenblick doch die Tendenz zu einer gewissen Auflösung von Strukturen. Also wenn wir an die Katalanen denken,
an die Schotten, an die Südtiroler, an viele andere, an die Basken, dann zeigt das, dass der Nationalstaat, dass das Europa der Nationalstaaten auch nicht unhinterfragt bleibt und nicht unerschütterlich ist. Ja, finde ich gut. Sie begrüßen das. Begrüße ich, ja, finde ich gut. Ich habe ja vorhin von der Untergehen oder Verschweizern. Ich glaube, das kleine Modell ist das bessere. Bayern sagen, small is beautiful. Das hat schon was dran. Und ich fand es schon bei der Wiedervereinigung zu kurz gedacht, das alles so als eine moderne Version von 1871 zu sehen. Also unser Modell war doch eher der Deutsche Bund und die Frankfurter Paulskirche, Einheit durch Vielheit. Das finde ich das Bessere und auch das... Das heißt, 1871 war schon ein Fehler, also diese... Da ist die Jacke falsch eingeknöpft. Da ist falsch eingeknöpft worden. Ja, das, was heute Brüssel ist, war damals Berlin. Ja. Und die haben es ja nicht böse gemeint, sondern da war ein großer Fortschrittsgedanke und großer Idealismus. Hat aber nur so lange geklappt, wie der Bismarck da war. Und die anderen haben es dann halt nicht mehr das heißt, da. Man müsste Strukturen haben, die auch ohne starke, dominante Figuren auskommt. Ich glaube, das 21. Jahrhundert ist von der demokratischen Vielheit geprägt. Ich glaube, dass es die Mischung aus Globalisierung und kultureller Veredelung ausmachen kann und dass das die Welt eigentlich so interessant und farbig macht, wie sie eigentlich sein will. Aber die Fliehkräfte, die da entstehen, sind ja welche, die ausgehen von Regionen, denen es irgendwie besonders gut geht. Das ist bei den Katalanen so, die einen Großteil der Wirtschaftskraft Spaniens ausmachen. Das ist bei den Schotten, die das Öl haben, das ist in Südtirol und auch in Oberitalien, denen es besser geht als dem Mezzogiorno. Ist da nicht auch so ein Schuss Egoismus drin und wird nicht dadurch auch Spannung eher verstärkt, wenn diese Regionen selbstständig werden und die anderen sozusagen in ihrem Elend oder in ihrem gefühlten Elend zumindest belassen? Ja, deswegen hat man ja die Solidaritätsfonds und den Ausgleich. Das ist ja völlig in Ordnung, dass man das in einem europäischen Prinzip der Bindung und Einbindung macht, ähnlich wie man Länderfinanzen... Aber viele Separatisten wollen ja gar nichts abgeben, die wollen ja genau das verhindern. Ja gut, klar. Beim Brexit war das ja auch so. Das ist ja der heilige... Klar, der Egoismus ist ja nicht nur gut, sondern der hat ja auch was Schiefes und was Hässliches dran. Deswegen habe ich gesagt, alles ist ein Heilmittel, nur die Dosis macht das Gift. Aber erstens hat man also diese Ausgleiche, wie bei uns in Bayern selber, kommunaler Finanzausgleich. Aber das mit dem Gutgehen, was Sie gerade sagten, das ist ja keine Endlosgarantie. Also ich erinnere mich noch daran, mein Großvater hat mir immer gesagt, da war königlich bayerischer Eisenbahner noch oder angefangen, hat mir die Karte von Deutschland erklärt hat und das Ruhrgebiet gezeigt hat, hat er gesagt, dort rum ist das Ruhrgebiet, die haben das Geld und wir haben die Landschaft. Heute ist es andersrum und will man jetzt nicht unbedingt ökonomisch nordrhein-westfalisiert werden. Ne? Ich glaube, dass es keine Garantie ist, dass es Schwächeren gut ist, eine möglichst große zentralistische Einheit, sondern dass es da eine Mischung gibt von Unterstützung auf der einen Seite, Bayern hat die auch erfahren, aber auf der anderen Seite auch die Freisetzung von kreativen Kräften und nicht ihre Gängelung. Dieses Europa der Region war eine Zeit lang so ein Stichwort. Man hat im Augenblick den Eindruck, das ist fast in Vergessenheit geraten. Jetzt reden wir wieder eher von einem Europa der Nationalstaaten oder der Vaterländer, wie das früher mal hieß. Müsste es da nicht, wenn ich Ihrem Gedanken folge, eine Rückbesinnung geben auf dieses Europa der Region, also mit einer Stärkung der einzelnen Regionen, einem Abbau von Macht der zentralen Steuerungsgröße Brüssel, aber trotzdem eben ein gemeinsames Europa, das aber sich zusammensetzt aus einer Vielzahl von möglichst eigenständigen Regionen. Also die eine Idee war Vereinigte Staaten von Europa, eine Art europäische USA. Hat Churchill mal in einer berühmten Rede in der Schweiz formuliert, hat aber gleich erklärt, bitte ohne Großbritannien. Das zweite war dann die Gaulsche... Aber um die Deutschen auch wieder ins Spiel zu bringen. Um die Deutschen und Franzosen ins Spiel zu bringen. Das zweite war die Gaulsche Idee, la patrie de patrie, Vaterland der Vaterländer und Europa vom Atlantik bis zum Aral, finde ich eigentlich die interessanteste Konzeption immer noch. Es war ein bayerischer Ministerpräsident, Max Streibel,
der den Begriff Europa der Regionen gebracht hat. Im Maastricht-Vertrag gab es da sogar eine eigene Regelung dafür, ist aber von Brüssel und von den dortigen Zentralkräften eigentlich eher so ein bisschen belächelt worden, als Fußnote betrachtet worden und nicht realiter umgesetzt. Jetzt verlangen einzelne Regionen ihre Zuständigkeit mit Macht. Sie haben die Beispiele genannt. Wo das hinläuft, wird man jedenfalls sehen. Ich glaube, dass man schon erkannt hat, dass man dieses Europa nicht so als Zentralstaat organisieren kann. Ich glaube, dass man erkannt hat, dass es wichtiger ist, dass manchmal auch der Zentralstaat nicht die richtige Einheit ist. In Deutschland schon dreimal nicht. Das waren wir nie. Das Heilige Römische Reich hatte immer sein Reiz dazu. Die ganzen Berliner, und da muss die CSU viel mehr dagegen steuern und auch andere föderale Kräfte in der SPD, bei den Liberalen, den Grünen, dass man sagt, wir wachsen, das Berlin wird schon richtig so wieder so wasserköpfig. Ja, da muss man dagegen steuern, das ist unsere Aufgabe. Wir haben da verschiedene Regionalisierungsmodelle und ich glaube, einen auf Dauer aufrechterhaltbaren Zustand kriegt man durch viel Demokratie nach unten. Und das dann durch regionale Volksentscheide abstützen können, sicherlich durch Solidaritätsfonds, die es geben muss. Es geht uns nicht gut, wenn es unseren Nachbarn schlecht geht. Das halte ich aber auf Dauer richtig. Und es hat auch ein bisschen Heimatverteidigung, was Kultur und Sprache angeht. Das Ganze in so ein englisches Wischwaschner reinzupressen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Wenn Sie jetzt mit Ja und Nein antworten müssten auf die Frage, geht der Zug auch durch diese separatistischen Bewegungen in Europa genau in die Richtung? Werden wir in vielleicht 20 Jahren ein Europa haben, das aus Regionen besteht? Würden Sie ein Ja oder Nein antworten? Bei allen Übertreibungen, die ich auch nicht immer gut finde, aber ja, unbedingt. Herr Grauweiler, ich bedanke mich für das Gespräch. Auch.